Hallo Leute und damit ein herzliches Willkommen zur neuen Folge GTA 5 Online Solo Unlimited Mindset. Ich habe vergessen den Ton aufzunehmen und deshalb kommentiere ich kurz nach. Was ihr für diesen Mindset braucht ist ein Büro mit Firmengarage und Tuningwerkstatt, ein Fahrzeug, was verdoppelt wird, eine Basis, die voll ist, Firmengarage muss auch voll sein. Was macht er noch? Ach, und ihr müsst euren Team aus am besten auf freies Ziehen stellen. Wegen, ihr müsst dann jemanden nachjoinen immer. Immer wenn dann in solche Cuts kommen im Video, weil die werden nicht mitgezählt, müsst ihr euren Freund joinen. Und ja, dann die erste Meldung bestätigen und die zweite dann abbrechen. Und ja. Das war es eigentlich schon mit dem ganzen Video. Habt einen schönen Tag und ciao. Viel Spaß bei dem Video.